Ja, ich bin Christopher Kosel. Ich bin seit ungefähr einem Jahr bei Auxalio, also auch noch relativ neu. Habe mich, wie Bernd schon gesagt hat, komme ich aus dem Bereich Bauausführung, war bei Bilfinger bzw. Implenia relativ lange, habe da die digitale Transformation begleitet und bin umso gespannter, was jetzt gerade die Themenbereiche KI, Generative Design und so weiter auch jetzt für die Bauprojekte auch die nächsten Jahre bedeutet. Wenn man meine Kontaktdaten möchte, kann gerne den QR-Code oben scannen oder ihn dann im Nachgang auch noch scannen und kontaktieren Sie uns. Wir helfen gerne, denn das, was hier passiert, ist unglaublich interessant. Und deshalb werde ich in den nächsten paar Minuten Ihnen vorstellen, welche Themenkomplexe es dabei gibt. Ich habe versucht, entsprechend neuronale Netze, eine Netzverbindung immer aufzubauen über die verschiedenen Themen. Blöderweise ist das chronologisch, das funktioniert dann nur bedingt, das zu vernetzen. Aber ich möchte darauf hinaus, was gibt es aktuell für Möglichkeiten, auch was bietet Autodesk für Möglichkeiten, was kann man in der Bauausführung machen, aber zum Schluss möchte ich auch noch darauf eingehen, was sind denn allgemeine Grundsätze, an die man sich halten sollte, wie geht man ethisch damit um, weil das aus meiner Sicht aktuell noch nicht ausreichend adressiert ist. Viele haben noch Vorbehalte, was den Themenkomplex KI angeht. Und ich möchte gerne Mut machen, sich wirklich darauf einzulassen, weil es die nächste Zeit wahrscheinlich kein Zurück mehr geben wird und man wird auch nicht mehr drum rumkommen. Aber ich adressiere das zum Schluss nochmal und möchte dann eben starten. Was gibt es ja, für das Bauwesen im Allgemeinen? Was gibt es am Anfang? Wo kommt es denn eigentlich her? Die meisten Bilder, die ich hier nutze, sind auch von OpenAI generiert. Von daher benutzen Sie es. Ich mache Ihnen wirklich Mut. Es macht sehr viel Spaß. Es kann sehr viel Gutes generiert werden. Beschäftigen Sie sich einfach mal damit. Am Anfang aber die Zukunft der Daten und auch das, was uns alle ja umtreibt, ist ja die Thematik BIM. Und auch die basiert eben auf vernetzten Daten. Fast alle von Ihnen kennen das noch. Sie haben irgendwann in CAD gezeichnet. Einige werden es auch noch kennen, die haben am Anfang mit Tusche gezeichnet, auf großen, ja, schrägen Tischen, haben die Tusche dann radiert oder gekritzelt sozusagen mit Klingen. Habe ich selber auch noch alles gemacht. Ich fand es sehr aufwendig, um das mal einfach so zu sagen. Dann kam im Nachgang, wie gesagt, Computer-Aided Design, dann kam BIM 1.0, also am Ende 2,5D-Thematiken. Man hat die Zeichnung extrudiert in die Z-Ebene, also aus der Blattebene hinaus. Man hat dann Objekte gehabt, die konnte man modellieren und man hat dann Parameter hinzugefügt. Also nicht nur die klassische Geometrie als Parametrisierung, sondern man hat auch semantische Informationen, Betonfestigkeitsklassen, Expositionsklassen. All das kam hinzu, ist auch immer noch in der Umsetzung. Und einige sind allerdings schon hingegangen, dann auf BIM 2.0 zu gehen, die Cloud-Verbindung, das, was meine Kollegen eben vorgestellt haben. Die Zusammenarbeit über die ACC beispielsweise. Es gibt natürlich noch andere Commentator Environment. Wir empfehlen die ACC, weil das, was Autodesk hier entwickelt, was ich nachher auch noch zeigen werde, es ist absolut zukunftsträchtig. Und das macht, wie gesagt, die BIM 3.0 sehr interessant, weil es daran hingehen wird, dass wir alles, was wir planen und bauen, ergebnisorientiert machen. Ergebnisorientiert heißt am Ende, wir definieren den Endzustand. Wir definieren, welche Kosten möchten wir haben. Wir definieren, was will ich an Nachhaltigkeitsthemen beispielsweise haben, welche Geometrie möchte ich haben. Und der Weg dahin wird sozusagen durch Algorithmen unterstützt oder durch KI-Themen unterstützt. Es werden also verschiedenste Varianten auf diese Zielvorgaben hin berechnet, unter denen man sich dann eben als Projektleitung Gedanken machen kann und die dann auch auswählen kann. Man muss also sehr früh wirklich Ziele sehr genau definieren. Und je genauer ich die definiere, desto näher komme ich am Ende mit meinen Varianten an das Ergebnis, was ich möchte. Ja, das ist jetzt erstmal das langfristige Ziel. Soweit sind wir noch nicht, aber darauf wird es hinauslaufen. Wie verhält sich das jetzt mit den Daten generell? Aktuell haben wir Daten in einer Dokumentenstruktur in großen Bereichen. Wenn wir das aber ändern wollen, dann müssen wir diese Struktur so ein bisschen durchbrechen. Wir müssen die Daten extrahieren und wir müssen sie individuell verwendbar machen. Das geht am besten, indem man eben eine Cloud-Lösung nutzt, weil dort immer das genutzt werden kann, was ich gerade brauche. Die Daten sind umfangreich zur Verfügung. Ja, Sie kennen den Ausdruck Single Source of Information oder Single Source of Truth. Da sind alle Daten festgelegt und das, was ich brauche, nur einen Bereich, Brandschutz, architektonische Bereiche, Tragwerksbereiche, das ziehe ich mir raus.
Jeder Planer oder generell Projektbeteiligte kann auf diese Daten zugreifen. Ja, das mache ich zum Beispiel in Planer A, ein Datum exportiert in die Cloud. Planer B nutzt es und zieht wiederum eigene Informationen daraus. Planer B gibt wiederum andere Informationen in die Cloud hinzu. Planer C nutzt es, um wieder etwas anderes zu planen. Sie können das beispielsweise vergleichen mit: der Architekt stellt das Tragwerksmodell, stellt das Architekturmodell auf die Cloud. Der TGA-Planer nimmt sich ohne Schreibrechte das Modell und plant daran Lüftungskanäle und so weiter. Ja, das sind die einzelnen Daten, die ich immer nur für meine Zwecke brauche und von den anderen Projektbeteiligten bearbeitet werden. Das Management muss natürlich auch Zugriff darauf haben oder in dem Fall ganz klassisch BIM-Manager, BIM-Gesamtkoordinator in den Großprojekten, die dann prüfen, ob alle Vorgaben eingehalten werden im Bereich des BAP oder der AIA. Wo kommen wir aber generell daher, wenn wir diese Entwurfsmethoden uns anschauen? Am Anfang, ich hatte es angesprochen, wir haben das ganz, ganz normale CAD, ja, Computer-Aided Design. Wir haben danach die parametrische Modellierung gehabt. Und was auch sehr wichtig ist in den letzten Jahren, was sich entwickelt hat, ist das Generative Design. Also generatives Design heißt, ich nehme mir nur die notwendigen Informationen aus einem Tragelement beispielsweise und berechne, wie ist der Lastverlauf innerhalb der Wandscheibe zum Beispiel und kann dann anpassen, wie viel Material da drin ist, wie die Lastenverläufe sind. Also ich berechne unterschiedliche Varianten und kann das für mich optimierte da im Bereich nutzen. KI geht weiter. Heißt, wir müssen jetzt ein bisschen unterscheiden zwischen dem Rechnungsverfahren. Das Generative Design basiert sehr stark auf den klassischen Berechnungsmethoden, die wir alle kennen, algorithmische Berechnung. Ja, das mathematische Verfahren berechnen sukzessive die Ergebnisse, die ich haben möchte. KI-Verfahren sind andere Ansätze. Da geht es nicht mehr um das Ablaufen von Algorithmen, sondern aktuell Large Language Models oder vernetzte Themen basieren auf statistischen Berechnungsverfahren. Wenn wir beispielsweise Sprachmodelle von ChatGPT, also OpenAI, nutzen, die basieren darauf zu berechnen, mit welcher Wahrscheinlichkeit kommt welches Wort in welchem Kontext als nächstes. Da das eben wahrscheinlichkeitsbasierte Berechnungen sind, kommen diese sogenannten Halluzinationen zustande, also Themen, die vielleicht falsch dargestellt werden, die gar nicht stimmen. Das sind statistische Berechnungen, die nicht immer 100% zutreffen. Aber es ist eine andere Art von Berechnung. Das muss man immer ein bisschen im Hinterkopf behalten. Wenn wir jetzt also diese neue Art von Möglichkeiten haben, vor allem Generative Design oder KI Design, dann ist hier die Plattform Forma von Autodesk sehr umfangreich schon nutzbar dafür. Ja, in einer frühen Phase, Machbarkeitsstudien beispielsweise oder im Entwurf, kann ich auf solche Berechnungsverfahren zurückgreifen. Ich habe beispielsweise am Anfang, kann ich meine Umgebung nehmen in einem Bereich, den ich jetzt planen möchte oder entwerfen möchte. Und ich lege dann fest, welches Ergebnis ich haben möchte, also ergebnisorientiert. Ich sage, ich gucke mir an, das und das ist mein Ziel. Ich will diesen Sonnenverlauf haben. Ich möchte so und so viele Parkplätze haben oder ein Bürogebäude mit der und der Bruttogeschossfläche. Und anhand der Algorithmen, beziehungsweise im Generative Design der Algorithmen oder eben auch durch statistische Berechnung, entwickelt mir dann das System, die KI in dem Fall, verschiedene Varianten. Ich gehe gleich nochmal kurz darauf ein. Und die kann ich auch in Echtzeit analysieren. Ich kann also schauen, wie ist der Sonnenverlauf, wie ist der Windverlauf, wie ist die Temperatur der Fassade beispielsweise. Und das alles eben auf einer schnittstellenlosen Ebene, also auf einer schnittstellenlosen Kollaborationsebene, wie Max und Claudia das eben gesagt haben, die ACC als Basis. Das wird zukünftig alles vernetzt laufen, also dass da eine lückenlose Interoperabilität möglich ist. Als Beispiel können Sie hier sehen, wir haben verschiedene Varianten, die analysiert werden, also allein vom Entwurf. Und diese Varianten als Standort können auch noch analysiert werden durch Windberechnung, durch Hitzeberechnung der Fassade und so weiter. Das gestaltet sich, indem Sie beispielsweise solche Übersichten haben. Ich möchte jetzt nur kurz darauf eingehen, sodass Sie das mal nur gesehen haben. Wenn Sie Näheres darüber wissen wollen, sprechen Sie uns gerne an. Es geht mir wirklich nur darum, dass Sie das mal gesehen haben, mal gehört haben, vielleicht auch ein bisschen die Unterschiede kennen, aber auch wissen, dass Sie beispielsweise hier in der linken Spalte sehen Sie es, Bruttogeschossfläche in unterschiedlichen Varianten auswerten können und da auch an Stellschrauben drehen können.
Was heißt es denn, wenn ich mehr Verkehrsfläche haben möchte? Was heißt es denn, wenn ich mehr Nutzfläche haben möchte? Wie muss ich die Geometrie ändern? Oder in der Mitte sehen Sie die Fassaden, also nicht die Dämmung beispielsweise, sondern der Hitzeverlauf auch. Das können Sie dann bei unterschiedlichen Varianten sehen und einstellen. Kommen wir aber nochmal auf die Large Language Model System, kurz LLM genannt. Und hier als Test, beziehungsweise wirklich noch in der Entwicklung. Sie kennen ChatGPT vielleicht und dieses Sprachmodell gibt es bei Autodesk, nennt sich Otto AI, ist im Konzept, sodass Sie auf Basis der ACC zukünftig oder eben Forma diese Art von Spracheingabe auch nutzen können, um Ihre Modelle zu durchsuchen. Ja, hier wird zum Beispiel, zeigen mir alle Türen mit meinen Feuerklassenbezeichnungen an und dann werden die Modelle durchsucht und es wird dargestellt, was ich hier habe. Das entwickelt sich alles deutlich weiter. Wie geht man jetzt aber außerhalb, ja, jetzt diese Autodesk-Software beispielsweise mit solchen Sprachmodellen um? Da gab es eine belgische Firma, die hat damit Werbung gemacht. Die hat auf eine Fassade, Baugerüstfassade, ein sehr großes Plakat gedruckt. Da steht drauf: Hey, ChatGPT, finish mir das Building. Die wollen darauf eingehen, dass die Sprachmodelle zwar schon sehr weit entwickelt sind, aber dass Fachkräfte an der Stelle weiterhin gebraucht werden und noch intensiver gebraucht werden. Denn was ist aktuell die Notwendigkeit? Der Wolfgang Bücken hat es am Anfang auch schon gesagt gehabt, Fachkräfte werden gesucht und selbst durch die ganze KI-Entwicklung heißt das nicht, dass Fachkräfte nicht mehr notwendig sind, sondern das, was wirklich wichtig ist oder das, was auch zukünftig immer wichtiger sein wird, ist das, was der menschliche Körper an sich noch macht. Man kann sehr viele bürokratische Themen kann man durch Sprachmodelle ergänzen, aber was wirklich selber gemacht werden muss, sehr viele Themen im Bereich Bau, die können noch zeitnah nicht umgesetzt werden durch Robotik. Ja, das muss immer gemacht werden. Fachkräfte werden weiterhin gebraucht, um sich Gedanken zu machen für das, was eben nicht automatisierbar ist. Ja, umso mehr werden wir alle zu Experten und können eben sehr viele Gedanken auch da reinstecken, was für uns sehr wichtig ist. Gehen wir aber erstmal zur Bauausführung über. Wie funktioniert das alles in der Bauausführung? Ich habe hier mein Beispiel mitgebracht. Da ging es jetzt vor allem darum, das ist ein Brückenbauwerk. Sie sehen, das, was grau dargestellt ist, ist ein Laserscan. Das, was grün dargestellt ist, ist das Planungsmodell. Und beispielsweise kann man bei diesen großen Datenmengen vergleichen. Ich habe ein Planungsmodell, ich habe einen Laserscan von dem Modell und das vergleiche ich jetzt. Anhand dieser Geometrie, die ich also ineinander überführt habe, wird mir eine sogenannte Heatmap berechnet. Also ich kann schauen, welche Abweichungen haben denn eigentlich meine Planmodelle jetzt zu meinen Ausführungsmodellen? Und Sie sehen jetzt bei den linken Bildern rechts unten ist diese Heatmap dargestellt. Wir haben Abweichung von plus 5 Meter bis minus 5 Meter. Wir bewegen uns hier wirklich in sehr großen Bereichen. So eine Korsettierung von der Stütze, die ist knapp 1,5 Meter hoch. Das sind 5 Zentimeter Abweichung, tatsächlich ziemlich egal. Ja, das kann man dedizierter machen. Dafür braucht man natürlich eine sehr hohe Genauigkeit beim Laserscan. Ich bekomme das dargestellt und kann das im Nachgang natürlich auch innerhalb eines Dashboards auswerten, wo dann die Projektleitung darauf zugreifen kann. Ich kann schauen, wann müsste das Element gebaut werden. Und auch das passiert alles automatisiert, indem die Daten da dran geschrieben werden an die Elemente. Wann habe ich also den Laserscan gemacht? Wann habe ich den Vergleich gemacht? Welcher Vergleich war es? Sodass die Bauleitung das unterscheiden kann. Michael Moran, der mal im Nachgang kommt, der wird auch ein ähnliches Verfahren vorstellen, also zumindest die Erkennung von dem aktuellen Zustand auf der Baustelle mittels 360-Grad-Kamera. Ich habe hier explizit Laserscans genutzt, aber das, was Michael gleich vorstellen will, ist deutlich einfacher, deutlich schneller, ja, und auch kostengünstiger. Da ist die Entwicklung auch wirklich rasant, also ein super spannendes Thema, von dem ich mir zukünftig für die Baubranche extrem viel erwarte oder erhoffe. Das war jetzt ein bisschen die Praxis und jetzt kommen von mir noch ein paar Grundsätze für die Allgemeinheit, für das allgemeine Wissen, was aus meiner Sicht wichtig ist im Bereich KI. Grundkonzepte und Grundprinzipien. Es gibt sozusagen 6 unterschiedliche Grundkonzepte, ja, oder Kernaspekte, die man im Bereich AI, KI nutzen kann, maschinelles Lernen. Deep Learning, also neuronale Netze, ist im Endeffekt die Basis, die da gebildet wird. Natürliche Sprachverarbeitung ist das, was Sie alles kennen, auch schon. ChatGPT, Gemini will ich jetzt mal ein bisschen rauslassen. Das hat in letzter Zeit nicht die beste Werbung bekommen, aber es sind alles große Sprachmodelle, mit denen Sie arbeiten können.
Man kennt es eigentlich aus der Vergangenheit, aus Science-Fiction-Serien. Man hat einen kleinen Knopf im Ohr, da werden alle Sprachen ad hoc übersetzt. Das ist nicht fern. Das wird sich im Laufe dieses Jahres sehr stark vermarkten lassen. Ja, es gibt auch schon Google-Smartphones, die das aktuell drin haben. Alle anderen werden da sicherlich nachziehen. Computer Vision ist also die Interpretation anhand von Fotos beispielsweise, das, was Michael gleich vorstellen möchte. Und die klassischen Themen Robotik ist sowieso in der Entwicklung. Was ich auch zentral wichtig halte, sind Entscheidungswege, die uns aufgezeigt werden. Varianten, die berechnet werden. Und wo es immer noch darum geht, dass ein Mensch die Entscheidung trifft. Das sollten wir nicht den Berechnungsverfahren überlassen. Es muss immer noch jemand die Verantwortung für die Entscheidung treffen. Und es muss sich auch jemand Gedanken um die Folgen machen. Also geben Sie das nicht aus der Hand. Das ist wirklich eine Herzensangelegenheit. Lassen Sie keine Algorithmen wichtige Entscheidungen treffen. Darüber hinaus haben wir so eine Art Leitprinzip, was wir uns als Basis legen sollten. Also alles, was die Ethik beispielsweise angeht. Im Bereich des autonomen Fahrens ist ein großer Aspekt, dass immer noch keine Entscheidung getroffen wird. Um das jetzt mal ganz zu überspitzt darzustellen, wie soll ein Auto reagieren? Überfahre ich jetzt eine Frau mit Kinderwagen oder einen Mann mit Kinderwagen oder überfahre ich jetzt drei Menschen? Ja, das sind ethische Fragen, die absolut nicht geklärt sind und wo ich auch froh bin, dass ich solche Entscheidungen nicht treffen muss. Aber um autonomes Fahren zu ermöglichen, muss sowas eben entschieden werden. Das jetzt nur ganz entspitzt dargestellt. Da geht es aber auch darum, um Fairness. Es geht um Transparenz bei der Nutzung von Sprachmodellen oder von KI im Allgemeinen. Was kann ich als Daten rausgeben? Was muss als Privatsphäre geschützt werden? Telefonnummern, E-Mail-Adressen, Gesichter beispielsweise. All das muss entschieden werden. Ja. Schäden müssen vorgebeugt werden, damit es nicht zur Missnutzung eben kommen kann. Das Thema Human in the Loop, ich habe es eben angesprochen, nehme hier gerne auch mal Stand der Forschung, der sich damit beschäftigt, wie tauchen Steuergrößen auf in einem Prozess und wie werden Daten aufbereitet. Da gibt es wissenschaftliche Abhandlungen zu, die sich damit beschäftigen, dass eben Entscheidungsvorlagen nur berechnet werden, aber der Mensch immer noch die Entscheidung trifft und zwingend treffen muss, aus meiner Sicht. Das ist dann meine persönliche Meinung dazu. Lassen Sie das bitte nicht außen vor, das ist eine ganz wichtige Thematik. Und zum Abschluss noch eine kleine Empfehlung für Sie alle und für uns, nachdem Sie das alles jetzt gehört haben. Wer sieht sich in dem Bild auch ein bisschen repräsentiert? Es kommen so viele Informationen, neue Videomöglichkeiten sind da. Vor 2 Wochen hat OpenAI gezeigt, dass man auch Videos mit Texteingabe produzieren kann, aus meiner Sicht. Super Videos, die wirklich Schattenverläufe hervorragend darstellen. Früher war das so, man konnte dann bei den Fotos, die generiert wurden, noch erkennen, okay, die Hand hat jetzt 6 Finger, das ist KI generiert oder das Bein kann sich eigentlich nicht so verhalten, das ist KI generiert. Das hat sich mittlerweile behoben. Auch bei den Videos kann man aktuell noch sehen, die sind generiert, die sind noch nicht echt. Das wird sich auch alles verbessern. Ja. Also viele sind gerade an dem Punkt, die sich davon fernhalten. Da sind sie in guter Gesellschaft, das geht vielen so. Und Bill Gates hat sich darüber auch Gedanken gemacht gehabt, deshalb möchte ich das auch hier gerne explizit darstellen. Ende letzten Jahres hat er auch einen Blogbeitrag veröffentlicht, wo er darüber gesprochen hat. Kurz zusammengefasst hat er gesagt, dass es wirklich alles ändern wird, wo sich unsere Entwicklung hin oder wo sich die Technik hin entwickeln wird. Professor Bast hat in dem Zuge auch gesagt, dass aktuell die Software oder die Technik entwickelt ist. KI ist da. Wie sich das jetzt steigern wird, wie damals mit der Entwicklung des Internets, das wissen wir noch gar nicht. Es wird immer mehr Anwendungsbereiche geben. In viele, viele komplexe Bereiche wird das mit reingehen. Wo sich das hin entwickelt, wissen wir nicht. Aber die Technik ist jetzt da. Wir kriegen sie auch nicht mehr weg. Und deshalb die Empfehlung von mir, jeder sollte lernen, damit umzugehen. Ja, es wird das neue Googlen sein, sozusagen, um das mal zu vergleichen. Die Funktionsweise, wie so etwas funktioniert, warum es zu Fehlern kommen kann, was Halluzinationen sind, sollte man sich vertraut machen mit. Ja, es hat zahlreiche Vorteile für uns, kann aber auch in den falschen Händen tatsächlich zu Problemen führen. Ja, Enkeltrick oder Kindertricks, Leute können ausgebeutet werden dadurch. Wenn man sich dessen bewusst ist und so ein bisschen reinarbeitet,
dann ist es deutlich einfacher, sowas zu erkennen. Und als großen Tipp auch für Unternehmen jetzt, man sollte KI als so eine Art guten Praktikanten sehen, der unablässig, also wirklich immer arbeitet, wenn ich ihn brauche. Er ist auch teilweise effizient, aber er macht halt Fehler. Und ich sollte ihm nicht alle Aufgaben geben, die ich gerne gemacht haben möchte, nicht ohne Kontrolle. Aber benutzen Sie ihn. Denn, so wie es Aristoteles auch schon gesagt hat, wir können den Wind nicht ändern, aber wir können die Segel anders setzen und selber darauf einlassen. Und mit diesem Satz möchte ich Sie, ja, an meinen Kollegen Bernd wieder verweisen.